Es geht weiter mit Assassin's Creed Valhalla und den römischen Artefakten hier im neuen Gebiet namens Eovisvir. Hier nochmal ganz kurz hervorgehoben. Dort befinden sich insgesamt nur zwei Masken. Es ist ein riesiges Gebiet, aber leider sind hier nur zwei. Einmal hier, wo ich mich gerade befinde, und einmal hier oben in der Nähe der Stadt. Die Stadt ist ein eigenes Gebiet. Das werden wir im nächsten Video machen. Jetzt auf jeden Fall gucken wir uns erstmal das Dorf an. Und dazu müsst ihr hier unten rein. Und dort unten, also hier in der Mitte sozusagen, unten könnt ihr durchrutschen. Dahinter befindet sich eine Schlange. Erst einmal töten. Und dann könnt ihr mit Odins Sicht die Maske nochmal gucken, wo sie genau liegt. Einsammeln und fertig. Ja, kommen wir nun zur zweiten Maske. Die befindet sich ja hier in der Stadt, wie schon erwähnt. Da ist es ein bisschen tricky. Ich habe da auch erstmal gucken müssen, wie man das am besten macht. Aber dann, wenn man das verstanden hat, ist es doch ganz einfach. Die Markierung sehen wir ja schon. Und wir gucken mal, was wir machen müssen. Als allererstes müssen wir erst einmal hier die Bretter kaputt schießen. Dann werden wir mal runterkommen. Und dort unten, ja, befindet sich auf jeden Fall eine verschlossene Wand. Also dahinter ist sie. Da können wir leider nicht hin. Und hier ist die verschlossene Trümmerwand. Die können wir ganz einfach zerstören. Ich bin erstmal herausgelaufen, um zu gucken, ob eine Bombe gibt. Es gibt keine Bombe. Die können wir ganz einfach zerstören, indem wir unten das Öl benutzen, was auf dem Boden ausgekippt wurde. Ich habe jetzt hier aus Versehen mit dem brennenden Pfeil schon das entzündet. Eigentlich wollte ich drauf schießen. Aber jetzt durch das Weggehen ist es schon passiert. Ich habe dann trotzdem nochmal drauf geschossen. Und dann hört ihr auch, dass das hier dann explodiert. Und die Trümmer sind dann frei. Das bedeutet, wir können dann einfach reingehen und die römische Maske einsammeln. Ja, das Gebiet ist auch erledigt. Im nächsten Video kümmern wir uns um die Stadt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.